Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft the World. Ja, da sind wir auch wieder und stehen immer noch in unserem kleinen Mini-Dungeon und ich werde jetzt... Was ist denn das? Hier den Kram abbauen lassen und dann machen wir was? Das weiß ich noch nicht. Also erstmal lasse ich hier den Kram abbauen und die müssen mal ein bisschen Licht hier machen. Also diese Lampe müssen die anmachen. Hier ist es echt dunkel, das ist voll doof. So, ich... 1, 2, 3, 4. So. Warum kann der da nicht bauen? Wahrscheinlich, weil das Ding in der Luft hängt. Jo. Gut. Sei es drum. Die holen hier das Material, das finde ich gut. Hier ist auch kein Licht. Da machen wir jetzt aber mal Licht. Ach, guck, da ist Gold. Sehr schön. Ersetze Gold, ersetze Gold. Dann können wir ja eigentlich mal gucken, ob wir wieder Tesla-Türme bauen können. So. Beziehungsweise wir gucken mal nach diesem Warehouse, was wir bauen wollten. Ob wir die ganzen Materialien haben. Ich überlege, ob ich euch das, das Rezept hier nicht einblende. Aber wobei, das ist Quatsch. Ihr seht es ja eh, was ich brauche. Also, ich habe da schon ein kleines bisschen vorgearbeitet, als ich offline gefarmt habe. Wir brauchen zwei Flaggen. Ich glaube, die habe ich schon hergestellt. Frage ist nur, wo finde ich die? Finde ich die unter Deko? Ach nee, hier. Also zwei Flaggen brauchen wir. Wir brauchen zwei Eisenäxte. Die finde ich ja wohl hier. Aber da haben wir keine. Gut, da müssen wir welche herstellen. So. Da brauchen wir zwei Stück von. Dann brauchen wir zwei Eisen-Pickaxe. Also Eisenspitzhacke. Ach so, warte mal. Hatte ich da nicht welche? Da habe ich zwei Stück. Sehr gut. Dann brauche ich zwei Holzwände. Die habe ich. Workbench habe ich, glaube ich, auch schon zwei Stück hergestellt. Genau. Barrel. Das sind diese Tonnen. Warte mal, diese Holztonnen. Wo finde ich denn die? Ich glaube, da habe ich auch welche von. Sind die Deko? Ah, ein Fass habe ich. Okay, dann brauchen wir noch eins. So. Ein Eisen und Nägel. Eisenerz brauchen wir, Stein brauchen wir und Holz. Alles klar. So, dann gucken wir jetzt mal, wie das aussieht mit den Materialien. Aber das müssen die ja eh erstmal herstellen. Gut, dann graben wir hier nochmal ein bisschen. Geben wir den Zwergen nochmal ein bisschen was zu tun. Und Lampen. So. Noch ein paar Fackeln aufhängen lassen. Da höre ich einen Magier. Ich habe übrigens ein bisschen die Bücher verteilt bei meinen Zwergen, damit die... Warte, den übernehme ich mal ganz kurz. Wähle Zwerg, übernehmen. Und mein Freund, du musst mich jetzt mal unterstützen, denn wir machen hier das Ding zu. So, genau. Alles klar. Jetzt darfst du. So, das nehmen wir mal mit. Und hier, das können wir auch mal zumachen, oder? Nee, warte mal. Hier ist der nächste Tunnel. Ah, und ich höre schon wieder Ameisen. So. Da sind irgendwo Ameisen. Egal. So, Jungs, hier, ne, dürft ihr... Nicht genügend Mana. Okay, alles klar. Das macht gar nichts. Hier dürfen wir noch mal ein bisschen Mithril ersetzen. Ich glaube, das hatte ich schon mal ausgewählt, ne? Aber egal. So, was können wir noch machen? Hier können wir die ganzen Steinwände ersetzen lassen. Die Ziegelwände. Und... Die werden wir dann in unserer Hütte verbauen.
So. Das stellen wir mal hier auf, damit die da überall dran kommen. Und hier stellen wir auch mal zwei Stück hin. Na, komm schon. Zwei Stück hin. So, Freunde. Das tut mal was für euer Geld. So, und hier ist ein Sessel. Yay! Den werden wir mal entfernen. Und hier diese hölzerne Luke. Das bauen wir weg. Hier, die kriegt eins auf die Mütze. Was haben wir denn hier gemacht? Okay. Keine Ahnung. Also da müssen wir mal gucken, was hier ist. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich da war. So, hier ist ein Tunnel da. Dann wäre das hier unser nächster Tunnel. Das wäre dann unser nächster Tunnel. Genau. So, da kann dann der Zwerg da rein. Der kriegt dann hier eine Leiter hin. Und ich stelle hier, glaube ich, mal Gerüst auf, damit die da dran können. Und hier lasse ich mal die Ziegelwände austauschen. So, das kann dann weg. So. Das kann auch weg. Grabe. Dann haben wir noch 20 Minuten bis zur nächsten Welle. Wie spannend. So, und dieser kleine Wurm da unten, der nervt mich immer noch. Dieses Bug-Ding da. So, hier auch. Wir brauchen unbedingt neue Fackeln. So, hier kommt nichts hin. Hier kommt was hin. Und hier. So, dann kommt hier eine Fackel hin. Hier und hier, da kommt eine Leiter hin. Dann packen wir das dahin, genau so. So. Eigentlich. Hier ist ja nichts, ne? So, warte mal. Ich habe da eine Idee. So. Oh, bei viel Wasser ist das ja nicht. Kann ich da fischen? Da drin kann ich fischen. Ich habe irgendwo. Oh, das ist ja komisch. Ach, guck mal, da war so ein Krabbelvieh drin. Das ist unsichtbar. Das ist ja lustig. Das ist ja witzig. Okay, der nächste Bug. Es ist unsichtbar. Ich habe einen unsichtbaren, krabbelnden Wurm. Oh mein Gott. Naja, gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ist so. Vielleicht fixen sie das ja im nächsten Patch und ja, wir werden es sehen. Ich gebe das hier mal weiter und stelle hier mal Gerüste auf. Guck, ich glaube, da ist auch schon wieder so ein Wurm, den man nicht sieht. Das ist doch echt ätzend. Naja gut, aber es ist ja auch noch ein Early Access, es ist ja noch kein fertiges Spiel. So, hier, da pack nicht genügend Mana für diesen Zauber. Dann werde ich doch hier mal meinen Mana benutzen. So. Wozu habe ich denn... Ach genau, ich wollte Lebenselixiere. Wollte ich brauen. Oder habe ich die schon gebraut? Ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken, wenn ich sie finde. Wie immer finde ich mich in meinem Menü nicht zurecht. Ich habe 20 Stück. Und keine Flaschen. Okay, dann werden wir davon welche herstellen. Und wir haben mal wieder... keine Kohle. Ist ja nichts Neues. So, und da ist schon wieder so ein unsichtbares Ding. So ein Dreck, das nervt mich. Naja. Lässt sich jetzt wohl nicht ändern. Ich hoffe, dass diese Viecher meine Zwerge nicht angreifen und die dadurch sterben. Und wenn die meine Zwerge angreifen, dass sie sich auch verteidigen können. Das wäre nämlich echt übel, wenn die sterben würden, wie bei diesem einen Wurm hier irgendwo. Ne? So, hier, Süßer. Ach, guck mal, der hat keine Rüstung an.
Den müssen wir doch gleich mal ausrüsten. So, wo ist er denn, der Knilch? Da. Silberrüstung. Mithrilhelm. Ach, das ist ein Koch. So, was brauchen wir denn noch? Ich glaube, wir haben ganz viele. Ich nehme noch so einen Bogenschützen, glaube ich. So, habe ich denn so ein Bogenbuch hier? Da, Bogenschützenbuch. Da machen wir einen Bogenschützen draus. Und dumm. Haben wir nicht? Da haben wir noch einen Bogen. Der kriegt noch einen Bogen. Dann bekommt der eine. Nein, hier eine Stahlspitzhacke und eine Stahlaxt. So, bist du ausgerüstet, mein Held. So, und guckt, ich habe allen habe ich so mindestens noch eine zweite Fähigkeit gegeben, damit die alle. Der hat noch keine Rüstung. Felsfäller Schreiner. Ich glaube, aus dem mache ich noch einen Schwertkämpfer. So. Habe ich noch so Schwertdingsi hier? So ein Buch? Da, mit Schwert. So, guck mal, mein Freund. Hier machen wir nochmal Leitern hin. Und ich denke, hier machen wir dann so eine Schwebebrücke hin, ne? Oder sollen wir die Holzbrücke dahin machen? Schwebebrücke, Holzbrücke, Holzbrücke. Dann mache ich das hier nämlich weg und das auch. Und dann kommt das dahin. So. So. Und das kommt dann dahin. Gucken wir mal, was braucht man eigentlich für diese Holzbrücken, um die zu bauen? Bretter, okay. Und Holz. So, ich denke, 15 Stück reichen. Ja, ihr Lieben, ich befürchte, wir sind aber schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, sie hat euch ein ganz kleines bisschen gefallen und wir sehen uns übermorgen wieder in alter Frische. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.